nicht, dann setzt ein neues Thema Herr Warwick. Warwick, Nachdenkseiten. Am 23. Januar hatte der Vertreter Chinas vor den Vereinten Nationen, Chang Xin, ich hoffe, die chinesischen Gäste verzeihen mir meine Aussprache, öffentlich erklärt, dass er von der internationalen Staatengemeinschaft mehr diplomatisches Engagement hin zu einer Umsetzung der Zwei-Staaten-Lösung einfordert. Er hat dafür sowohl die Einsetzung von internationalen Konferenzen gefordert, als auch, ich zitiere, so schnell wie möglich die Vollmitgliedschaft Palästinas in den Vereinten Nationen. Da würde mich interessieren, unterstützt denn Deutschland diese Forderung Chinas? Herr Warwick, wir haben das am Montag hier ausführlich besprochen, weil nämlich die Frage auch am Montag hier Thema war. Da ging es ausführlich um die Zwei-Staaten-Lösung als Perspektive, als aus unserer Sicht einzige mögliche Perspektive für ein friedliches Zusammenleben von Palästinenserinnen und Palästinensern sowie Israelis Seite an Seite. Ich habe hier dann erläutert, dass die Außenministerinnen und Außenminister sich am Montag auch mit dieser Frage intensiv befasst haben. Die Außenministerin hat sich dazu eingelassen. Insofern würde ich vielleicht vorschlagen, Sie können noch mal das Protokoll von Montag nachlesen, weil wir da uns auch hier intensiv ausgetauscht haben, dass dies der aus Sicht der Bundesregierung der einzig zielführende Weg ist. Und Sie können darauf vertrauen, dass die Bundesregierung mit aller Kraft daran arbeitet. Nachfrage. Als Bravist, fast Mitglied der BPK, habe ich selbstverständlich das Protokoll vom Montag durchgelesen. Da war sicherlich das Thema Zwei-Staaten-Lösung, aber das Thema, das vom chinesischen Vertreter aufgebracht war, eine schnellstmögliche Vollmitgliedschaft der Vereinten Nationen, war nicht Teil, zumindest des protokollarisch hinterlegten Teils. Wenn Sie mir den Teil noch beantworten könnten. Also ich selber habe die Aussagen, die Sie hier vorgetragen haben, nicht direkt im Ohr. Insofern würde ich das gerne noch mal selber nachlesen wollen. Aber im Grundsatz ist es so, Herr Warwick, an unserer Position, dass wir die Zwei-Staaten-Lösung für die einzig zielführende Lösung halten. Für eine friedliche Lösung in der Region hat sich nichts geändert. Und das haben wir hier mehrfach vorgetragen. Insofern habe ich da nichts hinzuzufügen. Ich wüsste nicht, dass die Frage sich jetzt hier aktuell stellt. Sie kennen unsere Position. Wir müssen erst einmal auf den aktuellen Situationen blicken. Es ist eine unglaublich schwierige Lage. Seit dem 7. Oktober wird Israel von Hamas kontinuierlich angegriffen, wehrt sich dagegen im Rahmen des Selbstverteidigungsrechts. Gleichzeitig ist die Lage der Palästinenserinnen und Palästinenser höchst dramatisch und wir sind bestrebt, dass wir zur Linderung dieser Lage beitragen können und all die Gespräche, die Regierungsvertreter dieser Bundesregierung, die Außenministerin in der Region führen, streben dieses Ziel an und das beinhaltet natürlich auch die Perspektive einer Zwei-Staaten-Lösung grundsätzlich im Blick zu halten, so schwierig die Lage auch ist. In die Reihe zu dem Kollegen neben Herrn Tofinier.